Hallo und herzlich willkommen bei Union Air. Wir sind die Hochschule Wismar und Sie sind hier an der richtigen Stelle. Und auch heute möchten wir wieder einen unserer Bachelorstudiengänge vorstellen. Dazu bei mir im Studio Professor Dr. Sven Dresen vom Außenstandort der Hochschule Wismar, dem Bereich Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik in Rostock-Warnemünde. Ja, Nautik, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was man an jeder Kaffeekanne studieren kann oder ein sehr, sehr beliebiger Studiengang, sondern das ist schon etwas Exquisites, hat in Deutschland auch eine kleine Tradition, aber auch nur an ja, knapp einem halben Dutzend Standorten, Studienstandorten wird Nautik nach wie vor noch gelehrt. Aber darüber sind wir natürlich auch hier in Wismar froh, dass sowas in Warnemünde möglich ist. Aber was zeichnet das Warnemünder Nautikstudium denn jetzt konkret aus? Und wir freuen uns natürlich, das machen zu dürfen. Ja, was zeichnet das Nautikstudium aus? Wir sind natürlich ganz dicht an der Ostsee. Also für die Studierenden durchaus interessant, gar keine Frage. Rostock ist auch nicht weit weg. Wir haben Kinos, Theater und da kann man viel unternehmen. Mit dem Studentensemesterticket kommst du überall hin. Also ich denke, das studiert sich schon recht gut. Das ist jetzt das Studienumfeld und das Inhaltliche ist halt, sagen wir mal so, das, was man üblicherweise von Nautik erwarten würde, das, was ein guter Nautiker braucht, da braucht man jetzt nicht irgendwie auf Einzelheiten eingehen, oder? Ja, inhaltlich ist es natürlich, wir kommen aus der Seefahrt. Ich habe meinen Job von der Pike auf an gelernt, ich habe Matrose gelernt, studiert, bin 10 Jahre zur See gefahren, habe es bis zum Kapitän geschafft und kann jetzt natürlich auch den Studenten das beibringen, was ich quasi im Berufsleben erfahren habe. Also nur Gutes? Naja, selbstverständlich. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, und zwar diese besagten Studenten, aus denen ja auch in der Regel Absolventen werden, wo tauchen die denn nachher auf? Also nicht als U-Boot-Fahrer, oder doch, geht das vielleicht auch? Kann man mit dem Warnemünder Nautikstudium nachher U-Boot fahren? Nein, nicht direkt, da müsste man natürlich zum Militär und spezielle Ausbildung absolvieren. Gegenseitig funktioniert das alles nicht, auch die können nicht zu uns einfach so kommen, die müssen auch studieren oder ihr Studium bei uns absolvieren, das funktioniert nicht. Aber zum Beispiel auf diesem Stuhl, habe ich ja gerade gesagt, also bis zum Kapitän von unten alles gelernt und dann kann man hier landen. Ist vielleicht eher die Ausnahme oder aber in Logistikbereichen, in Reedereien, im Lotswesen. Überall eigentlich, wo es maritim geht. Also auch Lotswesen ist ja mehr so Hafengeschäft. Das ist ja nicht die offene See, sondern das ist, ich will nicht sagen im Hafen, so ein bisschen immer so rumfahren oder sowas. Aber dafür muss man auch Nautiker sein, ja? Dass man ja, als Lotse einfach, da... Ja, einfach so umherfahren würde ich so nicht sagen. Man muss schon ein bisschen mehr machen. Und das ist schon on top, aber ist machbar. Okay, ja, dann glaubt man natürlich, ja, Nautiker, die sind die ganze Zeit immer nur auf See und die haben, ach, und das wenig Sozialkontakt und so. Wie ist denn das, ergeben sich denn auch bei Nautikern mal ganz lustige Situationen, kuriose Situationen miteinander oder weil mal irgendwas kaputt geht oder so? Oder welche Erfahrungen gibt es da, Erfahrungen der etwas lustigeren Natur? Ja, Erfahrung, wenn man auf dem Kreuzfahrtschiff ist, ist man natürlich in seiner sozialen Umgebung. Auf dem Frachtschiff sieht es schon ein bisschen anders aus. Bei mir war natürlich auch interessant. Mhm. Die habe, wie gesagt, 10 Jahre zur See gefahren und dann bin ich in meinen jetzigen Job gekommen und habe 2 Studenten kennengelernt, die ich im Praktikum hatte. Also bei mir war es Praktikanten, Markus und Ralf, werde ich natürlich auch nicht vergessen. Und dann saßen sie in der ersten Lehrveranstaltung. Oh Gott, wie reden wir denen jetzt an? An Bord haben wir ihn ja geduzt. Und Markus habe ich dann eine Frage gestellt, ne? Und so, was meinst du, Markus? Und alle haben sich erstmal geguckt, oh, was ist nun los? Der duzt einen Studenten, wie geht das denn? War ganz lustig. Ja, also auch da kann man sagen, auch im Nautikbereich trifft man sich mindestens 2-mal im Leben. Ja. Entweder an Bord oder in der Lehrveranstaltung. Ja. Und grundsätzlich, eins ist aber noch wichtig zu sagen, dieser Bereich Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik bildet auf einem akademischen Niveau für Berufe auf See aus, aber auch an Land, beziehungsweise an Land und auf See. Das muss man nochmal klarkriegen. Der Bereich hat auch eine sehr, sehr schöne Architektur, die kann man sich gerne mal angucken. In Rostock-Warnemünde nicht zu verfehlen, genauso wie das Nautikstudium auch sehr zu empfehlen ist oder alle anderen Studiengänge am Bereich Seefahrt, Anlagentechnik und Logistik. Ja, damit möchten wir uns auch vorübergehend verabschieden. Und Professor Dresen freut sich natürlich schon auf alle Fragen, die zu diesem Thema an ihn herangetragen werden, per Mail, per Telefon oder auch persönlich ansprechbar. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf die nächste Union Air-Folge und sagen bis dahin erstmal alles Gute. Tschüss.